Puh, jo Freunde, ganz herzlich willkommen zur 5. Episode des Samuel Lift Podcasts. Ja, wir haben heute den, ich glaube, 2. Juli. Aktuell haben wir, ich glaube, 12:30 oder fast schon 1 Uhr morgens und ich möchte heute über einige Themen sprechen. Ist wahrscheinlich ein bisschen wirr heute und ich kann euch nicht versprechen, dass wir am Ende dieses Podcasts auf einen bestimmten Punkt kommen, aber ich möchte heute über Dankbarkeit sprechen. Es ist mir in den letzten Wochen und Tagen und Monaten extrem häufig aufgefallen, wie selten ich doch dankbar bin für die Dinge, die ich machen kann, die ich fühlen kann. Und seit kurzem habe ich eben wieder diese guten Gefühle, die mich voranbringen, die mich weiterbringen. Heute zum Beispiel habe ich objektiv einen wunderschönen Tag gehabt. Ich habe mit meiner Mutter sehr viel Zeit verbracht. Ich war einkaufen. Ich habe alles getan, was ich mir an sehr vielen Tagen gewünscht habe. Ich weiß noch ganz genau, wie ich die Tage zuvor mir gewünscht habe, rausgehen zu können, gewünscht habe, mich wohlzufühlen. Und heute ist es fast soweit. Wir haben heute den 2. Juli und ich fühle mich wohl in meiner Haut. Ich fühle mich gut. Ich glaube, dass die Zukunft gut wird, was ich lange nicht mehr glauben konnte. Ich habe echt Zuversicht, was in naher Zukunft und in ferner Zukunft passieren wird. Ich weiß, dass ich vorankommen werde und ich hoffe, dass du das auch weißt, weil ich möchte vielleicht zu dir direkt sprechen, dass du dich gut fühlen solltest. Auch jetzt in diesem Augenblick, du solltest nicht auf die Zukunft warten. Ich habe mich so lange Zeit meines Lebens, so lange Zeit mit der Gegenwart nicht beschäftigt und mich nur auf die Zukunft orientiert und mich nur an der Zukunft, ja, wie sagt man, ich habe mich nur auf die Zukunft konzentriert. Ich habe mich nicht in der Gegenwart befunden und ich komme zur Gegenwart immer näher. Ich weiß, dass ich so weit entfernt war von der Gegenwart und mittlerweile bin ich fast dran. Ich bin fast im Augenblick und mir fiel es so schwer, mein Leben lang im Augenblick zu leben und nicht in der Zukunft zu leben. Ich wollte immer, dass mir es in der Zukunft besser geht. Es soll mir morgen besser gehen, es soll mir in einer halben Stunde besser gehen, es soll mir in 5 Minuten besser gehen. Aber wieso schaffe ich es nicht, in der Gegenwart zu leben und dankbar zu sein für die Gegenwart und nicht nur dankbar zu sein, was in der Zukunft passiert. Weil was in der Zukunft passiert, weiß ich nicht. Ich kann es nur planen, ich kann es nur vorausschauen. Aber dieses ständige Planen und dieses ständige Vorausschauen, was in der Zukunft auf mich zukommt, ist eventuell gar nicht das Richtige. Vielleicht sollte ich mich damit beschäftigen, was ich jetzt tue, was ich jetzt mache im Augenblick, was ich tun kann, was ich erleben darf. Ich kann laufen, ich kann atmen, ich kann essen, ich kann leben, was ich vor einem Jahr, heute eventuell sogar, genau vor einem Jahr, vielleicht sogar für unmöglich hielte. Ich habe mal ein Video aufgenommen, ich habe das noch auf YouTube auf ungelistet, das habe ich mir aufgehoben vor, ich glaube es war am 28.8. oder so, irgendwann vor, ungefähr vor 10 Monaten, 11 Monaten, das Video hat den Namen Ich möchte nicht mehr leben und dieses Video habe ich aufgenommen und hochgeladen und ich glaube 2 Wochen später auf ungelistet gestellt. Ich möchte mir das Video einfach mal anschauen, deshalb möchte ich mir vielleicht mal aufheben, wie und warum es mir damals so schlecht ging, um mich daran zu erinnern, um wertzuschätzen, dass es mir so gut geht heutzutage. Ich darf morgen ausschlafen. Ich darf morgen ohne Wecker aufstehen. Ich habe eine wundervolle Mutter. Ich habe Freunde, die sich um mich sorgen. Ich habe generell Menschen, die sich Gedanken darum machen, wie es mir geht. Wie es mir geht. Das ist für mich unbeschreiblich, dieses Gefühl. Ich hatte es mein Leben lang so ein Gefühl, wie ich es seit kurzem habe, hier im Podcast oder auf YouTube oder auf Instagram oder im Privatleben, im Offline-Bereich, was meine Freunde angeht. Ich habe mich noch nie so angekommen gefühlt, noch nie so wohl in meinem Leben gefühlt. Und dennoch fällt es mir schwer, das Ganze wertzuschätzen. Und ich möchte verstehen, warum. Warum möchten wir immer mehr? Warum möchte ich immer mehr? Warum darf ich mich nicht einfach zufrieden geben und glücklich sein und glücklich lächeln, trotz der ganzen Probleme, die ich habe, die du hast? Denn ich glaube, dass wir alle sehr viele Probleme haben. Ob ich mehr als du habe. Früher hätte ich mich verglichen mit dir da draußen und hätte gesagt, nein, nein, dein Leben ist nicht schlimm.
Ich habe viel mehr Probleme als du. Und ich hätte gar nicht eingesehen, auch wenn es gar nicht stimmt, dass vielleicht du mehr Probleme hast als ich, hätte ich es gar nicht eingesehen. Was mir jetzt aber wichtig ist und klargekommen ist, egal wie klein deine Probleme scheinen, jeder von uns nimmt diese Probleme anders wahr. Jeder von uns ist auf einem anderen Level. Probleme, die für mich extrem riesig scheinen, scheint für dich vielleicht extrem winzig. Andersherum, Probleme, die für mich winzig scheinen, scheint für dich vielleicht unerreichbar. Und es ist mir fast schon, ich weiß nicht gar, es ist so schwer zu beschreiben, wie ich das wahrnehmen soll, wie ich das ausdrücken soll in Worte, wie sehr mich diese Worte hier begrenzen. Ich kann mich gar nicht ausdrücken. Diese Worte, die können gar nicht aussagen, was ich fühle. Es ist nahezu unbeschreiblich. Ich probiere es einfach hier in dem Podcast oder auf YouTube jeden Tag in Worte zu fassen, doch es ist schwierig. Das Wort schwierig trifft es wahrscheinlich ziemlich gut. Wie schon gesagt, ich komme hier wahrscheinlich auf keinen Punkt. Ich möchte einfach meiner Seele und meinem Kopf hier freien Lauf lassen und zu sagen, was ich sagen möchte, zu sagen, was ich sagen darf, dass ich hier sprechen darf. Dieses Sprechen dürfen, so deutlich sprechen zu können. Ich habe aktuell so wenig Probleme mit dem Sprechen wie nahezu noch nie. Ich habe kein Metall mehr im Mund. Ich habe meine vierte Operation innerhalb von 12 Monaten. Es ist kaum zu glauben. Vor 2 Jahren wäre ich. Hätte ich im Traum nicht daran gedacht, mir freiwillig Blut abnehmen zu lassen. Ich habe in den letzten 12 Monaten gefühlt, jede Woche mir Blut abnehmen lassen, weil ich so viele Tests machen musste, weil ich so krank war. Ich hatte kurzzeitig wirklich, das ist hier kein Witz, ich hatte kurzzeitig das Gefühl, dass ich Krebs habe. Ich habe mit meiner Mutter gesagt, Mama, ich glaube, ich habe Krebs. Mir geht es so schlecht. Ich fühle gerade Gänsehaut in meinem Gesicht, weil ich, wenn ich das ausspreche, dass ich sowas nie wieder fühlen möchte. Und ich dankbar bin, dass es mir heute, in diesem Augenblick, jetzt gerade so gut geht, dass ich so viel Energie habe scheinbar und nicht schlafen kann und mich dazu überwinde, wieder etwas hier preiszugeben von meiner intimen Privatsphäre, die eigentlich normale Menschen für sich selber behalten. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte das teilen. Ich möchte euch mitgeben, was an welchem Punkt ich stehe. Und vielleicht kann ich damit irgendjemandem draußen vielleicht weiterhelfen, an noch höheren Punkt zu kommen, als du vielleicht gerade bist. Wahrscheinlich denkst du genau dasselbe wie ich, wenn du dir diesen Podcast anhörst. Dann bist du wahrscheinlich auch schon so tief gefangen in Gedanken, die dich vielleicht sogar zerstören, wie sie mich zerstört haben. Ich sage es nochmal, ich habe meiner eigenen Mutter gesagt, Mama, ich glaube, ich habe Krebs. Und allein diesen Blick zu sehen im Nachhinein, den sie hatte und was sie mir sagte, dass sie das nicht glaubt und das nicht glauben möchte. Ich zittere, mein Bein wackelt gerade. Ich möchte ja nur meine Gefühle beschreiben. Mein Bein wackelt gerade, wenn ich das erkläre. Ich fühle Gänsehaut. Ich fühle mich, mir ist gerade extrem heiß. Mein Puls ist auf 75. Ich habe heute eine Fitbit mir gekauft. Mein Puls ist auf 75 gerade. Ich hatte gerade eben einen Ruhepuls von 58, wo ich gerade kurz vorm Schlafen war. Ich möchte einfach diese Dankbarkeit, die ich in mir verspüre, diese Dankbarkeit dir weitergeben, egal was in deinem Leben ist, egal wie schlecht es dir geht. Mir ging es wahrscheinlich genauso schlecht, wie es dir vielleicht gang oder ging, oder ich hoffe, dass es dir niemals so gehen muss, wie es mir geht. Ich wünsche das keinem Menschen, niemandem. Und ich hoffe, dass du vielleicht mit meinen Worten hier, die ich wiedergeben kann, daraus raus, egal was du für Probleme hast, egal wie schlimm diese Probleme jetzt gerade in diesem Augenblick scheinen, wenn es dir gerade so schlecht geht, erlaube ich dir und du sollst in die Zukunft schauen. Alles, was jetzt gerade ist, generell im Leben, die ganzen Dinge, die dich jetzt gerade belasten, sind temporär, nicht für immer. Du musst das nicht für immer durchleben. Ich hoffe, dass es dir in Zukunft besser geht. Es muss dir in Zukunft besser gehen. Ob es ein Jahr dauert, bei mir hat es 2 Jahre gedauert. Nee, ich möchte fast sagen, bei mir hat es, ich weiß nicht, vielleicht 10 Jahre gedauert. Ich weiß nicht, wann es anfing. Ich war mit 8 Jahren übergewichtig. Ich war mit 10 Jahren noch mehr übergewichtig. Ich war mit 12 Jahren adipös. Ich war mit 13 Jahren magersüchtig. Ich war mit 14 Jahren extrem adipös und wog mit 15 122 Kilogramm. Und mit 16 wurde ich krank. Mit 17 dachte ich, ich hätte Krebs. Mit 17 hatte ich die schlimmste Akne meines Lebens. Mit 17 konnte ich nicht mehr in den Spiegel schauen.
Mit 17 habe ich Dinge getan, die ich heute bereue, die ich heute niemals wieder so tun möchte. Ich hoffe, dass ich niemals so etwas tun muss wie mit 17. Und jetzt bin ich 18 und habe all diese ganzen Erfahrungen gemacht. Mit dieser Erfahrung vielleicht, die du auch machen musstest, um jetzt dankbar sein zu dürfen. Du hast die Erlaubnis, dankbar zu sein. Viele Menschen dürfen nicht dankbar sein, weil deren Gedanken es nicht zulassen. Bei mir ist es oft auch so. Ich möchte das nur jetzt nicht mehr. Ich möchte jetzt einfach dankbar sein für Dinge, die ich jetzt machen darf. Ich darf morgen aufstehen und ausgeschlafen um 9:45 Uhr oder so. Und ich darf morgen duschen gehen, morgens kalt. Ich darf mir morgen meinen Selleriesaft machen. Ich darf danach zum Sport gehen. Ich darf danach meine Freunde sehen. Ich darf mich glücklich schätzen. Glücklich schätzen in hier und jetzt, in diesem Augenblick. Leben, lächeln, lieben zu dürfen. Ich hoffe, dass ich dir hier mit diesen Worten, die ich für mich gefunden habe, heute, jetzt gerade diese Worte, die ich jetzt gerade gesagt habe, habe ich gerade für mich gesagt, gefunden. Auch wenn das Ganze hier keinen Sinn ergibt, auch wenn du mich noch für noch so komisch hältst, was du wahrscheinlich tust, möchte ich dir einfach sagen, probier dankbar zu sein. Probier deinen Hass nicht auszuleben. Probier Dankbarkeit jeden Tag in dein Leben kommen zu lassen. Ich bin ganz normaler 18-jähriger Junge. Ich sage dir nur, was ich fühle. Und ich weiß nicht, was du fühlst, aber das fühle ich. Das soll es auch gewesen sein. Ich wünsche dir ein schönes restliches Jahr 2019. Ich hoffe, dass du alles rausholen kannst, was du rausholen möchtest. Ich werde mein Bestes geben, das auch zu tun. Und eventuell sehen wir beide am Ende dieses Jahres auf das Jahr zurück und sind glücklich, was wir geschafft haben, was wir gemacht haben. Ich hoffe es und wünsche es dir. Ich bin Samuel Culey, hier auf Samuel Lift Podcast. Generell findest du mich überall unter dem Namen Samuel Lift. Ich wünsche dir alles Gute. Samuel Lift ist out of lifting, Freunde. Ciao, ciao.